I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Call of Duty Black Ops 3. Und wir schauen uns heute mal die Informationen an, die Treyarch rausgehauen hat, die in der Beta natürlich für uns wichtig sind. Nächste Woche am Mittwoch, den 19. August, startet die Black Ops 3 Beta für die PlayStation, eine Woche später dann auch für die Xbox One und den PC. Jetzt schauen wir uns mal allgemein an, welche Modi wir denn genau spielen dürfen, welche Maps denn dabei sind, und da sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei. Schauen wir uns also mal die Modi an. Die Modi, die wir spielen können, sind Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Hardpoint, Capture the Flag, Search and Destroy und jetzt kommt's, Demolition. Demolition ist jetzt für euch nochmal kurz erklärt, diejenigen, die Advanced Warfare gespielt haben und dementsprechend keine Ahnung haben, was Demolition ist, also Sprengkommando. Sprengkommando funktioniert vom Prinzip her wie Search and Destroy, nur dass man eben nicht ein Leben pro Runde hat, sondern eben mehrere Leben. Das heißt, es ist ein Respawn-Modi, sehr interessant und natürlich auch ein extremer Gameplay-Modi für die Leute, die hohe Pub-Stomping-Gameplays erspielen wollen. Sehr interessant. Ich bin gespannt, was für Gameplays in der Beta erspielt werden. Auf jeden Fall richtig gute Sache. Kommen wir nun mal ganz kurz noch zu den Maps. Im Allgemeinen gibt es ja drei Maps, die wir spielen werden können. Das ist zum einen Hunted, Combine und Evac. Ich hatte es gestern in dem Video fälschlicherweise anders gesagt. Das tut mir auf jeden Fall leid. Das lag wahrscheinlich auch an der Uhrzeit. Auf jeden Fall, das sind die drei Maps, die wir auch eben dann eben spielen können in der Beta. Das heißt für die PlayStation als auch für die Xbox und den PC. Da gibt es keinen Unterschied zu den einzelnen Konsolen oder Plattformen. Das auf jeden Fall nochmal dazu. Die Specialist-Klassen sind auf jeden Fall auch noch dabei. Ich hatte ja gestern schon gesagt, Battery und Spectre kommen noch dazu. Das heißt, insgesamt 8 Klassen gibt es ja dann. Und ich bin richtig gespannt, wie der Gunsmith-Modus ist. Das hatte ich in dem gestrigen Video gesagt. Ich verlinke euch das Video auch nochmal gerne unten in der Videobox. Da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann sind wir auch am Ende dieses Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr gespannt auf Sprengkommando und was würdet ihr gerne erspielen? 100 plus Gameplays oder ein paar Nuklears? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare und dann nochmal zu meinem Gewinnspiel jetzt am Ende. Ich habe auf dem Facebook mal einen Post rausgehauen. Der ist natürlich unten wieder verlinkt. Da auf jeden Fall mal nachschauen, was ich dazu gesagt habe, nämlich zu den Beta-Keys. Da könnt ihr diese Beta-Keys nochmal gewinnen. Das habe ich etwas strukturierter gestaltet und dementsprechend auch wieder mal das längste Outro ever. Macht das gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.